Check. Der hat wunderbar. Ja, schöner Move, schöner Move. Stößchen. Weißt du, was jetzt fehlt? Draußen ist warm. Sonne, Sommer, Sonnenschein. Aber die Sonne scheint. Auch keine Wolke am Himmel. Was fehlt denn? Was fehlt denn? Na, was würdest du denken? So, Sommer, Sonne, Sonnenschein, Strand. Es ist Sommer und es ist heiß. Körper, Strom. Und ich esse ein Zitroneneis. Zum Beispiel Zitroneneis, aber was. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen an die Vergangenheit denken, so an unsere Kindheit. Was, also neben Bum Bum war das sowieso das Hammer-Eis überhaupt. Ja, du machst die richtige Bewegung. Ein Flutschfinger! Einen Flutschfinger! Oh, jawoll, Alter. Ein Flutschfinger, ey, mega geil. Ja, komm. Jeder kennt Flutschfinger. Oder? Flutschfinger, so ein geiler Name. Wer hat sich Flutschfinger nur ausgedacht? Ja. Hammergeil. Im Marketing dachten sie sich bestimmt so alle. Gott sei Dank ist das Video am 18. Ja, genau. Flutschfinger, ja, genau. Flutschfinger. Und es fehlt. Und es fehlt. Es fehlt mir jetzt einfach. Warum hast du das gesagt, Mann? Scheiße. Soll ich dir sagen, warum ich es gesagt habe? Ich hätte jetzt mega Bock auf so einen Flutschfinger. Ich kann mir sagen, warum ich das gesagt habe. Ich habe kein schlechtes Gewissen, dich auf diesen Gedanken zu bringen. Weil ich habe da was vorbereitet. Was? Nein! Von 24/7. Ich habe es mir fast gedacht. Alter. Flutschfinger. Wie geil ist das denn? Wir haben den Flutschfinger hier. Ich würde sagen. Oh, wir verschwenden jetzt keine weitere Zeit und bauen einfach mal jetzt einen Kopf. Den Megakopf und dann geht es los. Eis. Jawohl, mit dem Shisha-Team. Yes! Jo Leute! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns vom Shisha-Team. Ja, wir haben heute mal einen Special Guest am Start. Und zwar, ihr kennt ihn, ja, ihr liebt ihn. So special. Den Flo. Ja, ja. In mehreren Rollen mal gesehen als Weihnachtsmann oder als Baum oder Osterhase. Also, das warst du? Nein. Heute mal wieder mit im Video und wir haben keinen geringeren Tabak am Start als den von mir schon angekündigten Flutschfinger. Wow. Wow. Ja, so. Ja, kein Problem. Während Flo sich die Lunge aus dem Körper rauszieht, werde ich mal kurz ein bisschen auf den Tabak eingehen. Vielleicht habt ihr das letzte Video gesehen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Wieder über Flo aufgeploppt. Da haben wir schon mal ein 24/7 vorgestellt. 24/7 ist eine ganz neue Marke. Und ja, neue Marken gibt es ja auf dem Shisha-Markt genug. Aber die kommt aus Berlin. Und das ist meiner Meinung nach die erste wirklich große Marke, die endlich mal aus Berlin kommt. Echt? Ja, da fühle ich mich ja so ein bisschen heimisch in Berlin. Und da freue ich mich, dass sich ein Hersteller aus Berlin mal gewagt hat, einen neuen Tabak auf den Markt zu bringen. Und zwar die 200 Gramm kriegt ihr für 16,90 Euro. Bisschen teurer als so der Durchschnitt, sag ich mal, mit 13, 14, 15 Euro. Aber durchaus noch. Aber vollkommen im Rahmen, vollkommen in Ordnung. Der Flutschfinger, was soll ich groß dazu sagen? Ihr kennt das Eis, hoffentlich. Wenn ihr es nicht kennt, probiert es mal. Ist extrem lecker. Ja, schmeckt halt nach Zitrone, Erdbeer, sonstigen Früchten. So ein richtig leckeres, fruchtiges Wassereis. Was soll man dazu mehr sagen? Ja, super. Ja, ich würde gleich mal sagen, wir schwafeln nicht länger hier über die Dose. Ja, schwafeln ist langweilig. Sondern du kannst ja gerne mal dran riechen. Und ich finde, wenn jemand schon mal von euch so ein Flutschfinger-Eis aufgemacht hat und da dran gerochen hat, bevor ihr überhaupt den ersten Schleck davon nehmt. Also wenn ich jetzt so die Augen zuhalten würde? Du könntest mir so einen leicht angeschmolzenen Flutschfinger unter die Nase halten. Es ist wirklich beeindruckend. Ohne Scheiß, Leute. Super getroffen. Also, es riecht extrem frei. Geil, fruchtig und wie dieses Wassereis Flutschfinger. Also, da bekommt man beim Geruch definitiv schon mega Lust, das zu rauchen, weil das riecht sowas
Das ist so ein richtiger Sommerduft, weißt du? Dann könnte sich Heidi Klum zwischen den Zehen stecken. Hammer. Passt. Super Sommertabak, kann ich wärmstens empfehlen. Frisch, fruchtig, so eine leichte Note von Zitrone kommt unten durch. Mhm. Hammer. Also, ja. Wie würdest du sagen, ist ein Brett? Ist ein Brett. Ist ein Brett. Das ist so ein Brett. Aber so eine Latte, das ist so ein holischer Baumstamm. Also, kann ich nur empfehlen. So vom Schnitt her würde ich sagen, geht besser? Ja. Ich hab's gerade im Kopf vorgesehen. Wir blenden es nochmal ein. Auch im letzten Video schon gesagt. Ich zeig's euch mal. Es ist halt nicht der Top-Schnitt schlechthin, wenn es nach unserer Meinung geht. Klar, jeder hat seine andere Meinung zum Tabakschnitt. Ja. Aber für uns könnte der, wie gesagt, noch ein wenig feiner sein. Ansonsten, Kopf vor geht vollkommen klar. Geht vollkommen klar. Also kein Problem. Im jeglichen Tonkopf auch überhaupt gar kein Problem. Der Geschmack kommt dem Geruch echt sehr nah. Also es schmeckt auch sehr fruchtig. Es ist sehr... Also so eine angenehme Kühle. Man kennt das von dem einen oder anderen Tabak. Was haben wir mal vorgestellt? So schöne Zahnpasta. Den Sweet Breathe. Der war unnatürlich kalt und leider Gottes kennt man das auch bei den ein oder anderen neueren Produktionen von dem Toxic-Geschmack von der Firma Karos. Mmh, überhaupt Toxic, nicht. Der war mein Favorite. Der war mal richtig geil. Den fand ich Hammer. Den habe ich richtig gefeiert. Gefeiert habe ich den. Wie gefeiert? Was meinst du jetzt? Richtig gefeiert. Wie sieht denn das aus? Kann man noch machen. Kannst aber auch sein lassen. Ja, schön. Okay, genug um den heißen Brei gelabert. Wenn wir noch einfach mal dran ziehen und den Geschmack objektiv bewerten. Einwandfrei. Oberhammer. Also ohne Scheiß. Ich sag so oft ohne Scheiß, aber jetzt wirklich ohne Scheiß. So richtig ohne Scheiß. So richtig ohne Scheiß. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Also natürlich, andere Hersteller wagen sich immer an irgendwelche bekannte große Marken, an irgendwelche Geschmäcker, die man schon kennt. Aber dieser 24/7 Flutschfinger, ultra lecker. Wirklich extrem nah an diesem Eis dran. Auch keine zu starke Eisnote, wie du schon gesagt hast. Und ich könnte den quasi 24/7 rauchen. Stehst du? Boah, Alter! Wie krass! man kann gar nicht mehr zum Geschmack sagen. Wenn ihr dieses Eis kennt, dann wisst ihr, wie es schmeckt. Und ihr wisst, wie geil es schmeckt. Wie lieb man es hatte früher in seiner Kindheit und auch jetzt noch. Und wenn ihr es nicht kennt, dann kauft euch einfach mal so ein Flutschfinger-Eis. Mein Gott, das kostet 1,50 oder so mittlerweile. Das Geile am Flutschfinger war schon früher. Das finde ich bei dem Tabak, der trifft das auch ganz gut. Man hat so die erste Schicht weggelutscht und ja, Flutschfinger weglutschen. Ja, aber da kommen mit dem Rauchen des Tabaks neue Geschmacksnuancen dazu, die, ja, also man hat wirklich so eine Geschmacksexplosion im Mund. Das ist so, man kommt über die Zitrone zu so einem Hauch von Orange mit drin, finde ich. Denn So ein ganz kleines bisschen Erdbeer, ja. Aber überhaupt nicht muffig oder so, sondern wirklich überhaupt richtig nicht. Schön die ganze Zeit. Zitrus, fruchtig, Bombe und dann so ein ganz leichter Hauch Eis. Also wirklich perfekt abgestimmt. Jetzt kann man nicht anders sagen, also ein ganz, ganz großes Lob an den Hersteller, wirklich. Ja, dass mit dieser Eisnote sowas von Hammer getroffen wurde. Es ist sowas von lecker. Ich hasse es wirklich, wenn der Geschmack geil ist und dann kommt der Hersteller daher und sagt so, ja, da muss Minze rein, weil da steht ja jeder drauf. Und dann kloppen die da Minze rein des Todes und du sitzt die ersten 10 Minuten da und ziehst und hast so ein Kratzen im Hals oder diese übertriebene Kälte, dass du nicht mal einen richtig schönen vollen Zug nehmen kannst. Ja, da wo du immer aufpassen musst, dass die Kohle so ein bisschen angekippt ist oder sowas. Richtig, aber der, überhaupt nicht. Der ist jetzt hier mit zwei von diesen Hazel Cubes im Lotus drin, der Deckel ist drauf zu und wir ballern den einfach nur durch auf der intensivsten Stufe, wie es überhaupt geht. Da kratzt gar nichts. Der Lotus ist zu, einwandfrei. Also
Und es, man muss jetzt auch nicht mal Sorgen haben, dass irgendwie der Tabak sofort verbrennt oder sowas. Überhaupt nicht. Dadurch, dass auch die Molasse so wirklich so gut eingezogen ist, hat man jetzt nicht das Problem, dass du sofort irgendwie so ein Zischen hast oder ein Brennen hast oder gar nichts. Ja, Mann. Und also, ihr seht es auch am Molassefänger, da ist kaum was drin. Wir haben den gerade extra nochmal frisch sauber gemacht. Da tropft auch nicht viel durch. Es ist wirklich, der Tabak ist wirklich extrem gut verarbeitet. Muss man so sagen. Hammer. Und vom Rauch her brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr sagen als... Das spricht für sich. Wir sehen es nochmal gleich. Tschau! Super. Ja. Der Rauch ist voll da. Also voll gerne. Ohne Probleme. Der raucht super. Dafür auch wieder gar keinen Abzug, wie auch im letzten Video schon erwähnt. Und ich würde sagen, wir kommen aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Nein, überhaupt nicht. Also der ist top. Der ist, es gibt eigentlich kein Veto oder kein Widerspruch oder kein, weiß ich nicht, für ein Wort des Aberkennens dieses geilen Tabaks. Der ist ein Hammer. Ja, so viel zum Fazit. Also von uns eine klare Kaufempfehlung. Also mehr können wir dazu gar nicht sagen. Kauf- und Probierempfehlung. Wenn ihr den irgendwie in die Finger bekommt, dann holt euch den. Wirklich geil. Hammer. Für mich der neue Stern am fruchtigen Tabakhimmel. Auf jeden Fall. Und dann war es das auch mit diesem Video. Ja, wir hoffen, dass trotz des gestiegenen Pegels euch das Video gefallen hat natürlich. Und wenn das so ist, dann lasst uns doch gerne auch einen Daumen da. Und wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt und jegliche neue Videos sofort sehen wollt, wenn wir sie hochladen, dann genau, abonniert hier unter diesem Video einfach den Abonnieren-Button. Quasi hier, ne? Drücken. Genau, ja, nee, noch ein bisschen tiefer. So unterm Tisch. So unter den Tisch? Ja. So da? Ja. Ah, okay. Da ist es. Seht ihr das? Draufdrücken? Mit diesem roten Abo-Button? Dann könnt ihr euch noch über Facebook informieren. Was gibt's noch alles? Zum Beispiel? Instagram. Da könnt ihr auch nur schauen. Facebook. Jetzt genug dein blubbigen scheiß Weihrauch. Schluss jetzt. Bäh. Ende. Tschüss. Auf Wiedersehen. Was ich vorhin passiert ist, du hast gerade mit mir